Guten Tag. Hallo. Was macht denn Nuni? Das sieht hier nach einem Stuhl aus, aber irgendwie auch nach einer Gehhilfe. Was ist es tatsächlich? Es ist ein Chairless Chair. Chairless Chair? Genau. Es ist ein Sitzen ohne Stuhl. Genau, ein tragbares mechatronisches Gerät, einfach zur Arbeitserleichterung. Es ist quasi nicht für denjenigen, der am Schreibtisch sitzt, sondern wirklich für denjenigen, der körperlich arbeiten muss. Vorwiegend ja. Also es geht im Prinzip darum, wenn Sie häufige Positionswechsel haben, beispielsweise in Vormontagebereichen, dann ist der Chairless Chair geeignet, wo Sie beim Arbeiten immer wieder absitzen können oder eben auch nicht. Also Sie bewegen sich, Sie sitzen ab, Sie arbeiten und Sie haben durch den Chairless Chair einfach den Vorzug, dass Sie in unterschiedlichen Arbeitshöhen arbeiten können. Sie haben immer einen geraden Rücken, die Gelenke sind entlastet und das ist einfach letztlich dann ja, die Möglichkeit, die Produktivität, die Arbeitskraft über den Tag hinweg zu erhalten. Und kann das jeder? Kann ich das mal ausprobieren oder falle ich dann um? Nein, auf gar keinen Fall. Dann probiere ich es mal aus. Machen Sie mal. Okay. Ich drehe mich einmal um, oder? Genau. Also im Endeffekt. Ja. Genau. Der Chairless Chair hat diverse Punkte, wo er am Körper quasi angebracht wird. Sie haben einmal einen Hüftgurt, Sie haben einen Schultergurt. Ja. Das wird da immer individuell auf den jeweiligen Anwender abgestimmt, sodass der Chairless Chair perfekt sitzt. Dann wird im Prinzip der Schuhkonnektor befestigt, sodass quasi das Exoskelett komplett am Mann ist. Und dann wird natürlich die passende Höhe eingestellt, sodass man einfach ergonomisch optimal das Exoskelett angepasst hat. Was ich aber jetzt nicht habe, ist irgendwie ich sag mal, mit Energie verstärkte Muskelunterstützung oder so. Nein. Das gibt es nicht, sondern es ist einfach nur Entlastung der Muskeln durch Hilfe bei der Haltearbeit. Eigentlich nicht Entlastung der Muskeln, weil das ist auch das, was die Ergonomen gar nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass die Arbeiter durch Tragen eines Exoskeletts an Kraft verlieren oder schwächer werden, sondern wir wollen dahingehend unterstützen, dass die Haltung auch den ganzen Tag über besser ist. Das heißt, dass die Arbeiter wirklich in einer optimalen Haltung arbeiten können, dass sie aber trotzdem ermüdungsarm arbeiten können. Das heißt sozusagen, über den ganzen Tag hinweg Erschöpfungen vermieden werden und wirklich letztlich ja in einer geraden Haltung mit einem geraden Rücken, Sie werden es gleich sehen, arbeiten können. Bewusst keine Kraftunterstützung, im Gegenteil, Sie werden es nachher auch spüren, wenn Sie sich hinsetzen, das ist so ein bisschen wie bei so einem Gymnastikball, man muss schon seinen Körper kontrollieren. Könnte ich mich jetzt einfach schon hinsetzen? Die Kollegin macht es gerade, sie stellt noch die letzten Einstellungen ein. Breitbeinig, genau. Okay. Und dann einfach mal langsam absetzen. Genau. So. Und wenn Sie jetzt quasi in der Höhe arbeiten würden, also an einem Tisch, in dem Fall stehen, oder so. Genau, dann hätten Sie hier einen geraden Rücken und eine gerade Haltung und ich müsste mich um die gleiche Höhe so rein nach vorne bücken. Und das ist einer der essentiellen Vorteile. Das 8 Stunden am Tag hilft dem Arbeiter mit Sicherheit nicht. Genau, exakt. Und das ist genau der Ansatz. Und Sie haben aber, es ist nicht erforderlich, dass da ein Stuhl steht, der Sie dann, wenn Sie wieder aufstehen müssen, wenn Sie sich bewegen müssen, behindert, sondern Sie sind voll flexibel, können Ihre Positionen wechseln, aber eben mit einer guten Haltung arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt einfach aufstehen und das... Genau. Okay, es richtet sich wieder auf. Kann gehen und dann arbeite ich hier weiter. Genau. Gehe einfach wieder runter. Und das Gerät merkt sich die Position, in der Sie absitzen. Sie können aber auch, das machen wir gleich mal als nächstes, die Position auch selber dann durch Ziehen des Hebels verändern. Okay. Am besten einfach mal aufstehen. Ja. Und einfach mal noch ein paar Schritte gehen und jetzt mal die Hand an den Hebel, hier hinten, und dann ziehen und absitzen so weit runter, wie Sie wollen. Also das heißt, auch für unterschiedliche Höhen während des Montage- oder Arbeitsvorgangs ist der Chairless Chair dann geeignet. Das heißt, in welchen Industrien sehen Sie den Chairless Chair? Wer braucht das wirklich? Überall dort, wo montiert wird. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr breites Spektrum. Das heißt, überall dort, wo in wechselnden Positionen gearbeitet wird, sei es beispielsweise bei unseren Partnern im Automotive-Bereich, in den Vormontagen, aber auch im Möbelbereich, in sagen wir mal, Logistik, Montage-Logistik-Bereichen. Also es gibt diverse Ansatzpunkte, wo der Chairless Chair eingesetzt werden kann. Und wir haben auch schon diverse Partner, mit denen wir auch in den Pilot- und Vorentwicklungsprojekten zusammengearbeitet haben. Das heißt, der Chairless Chair ist nicht ein Produkt, das nur wir uns ausgedacht haben, sondern wir haben vom Prototypen an letztlich mit Industriepartnern wie Audi, wie BMW, wie Daimler bereits an den Produkten entwickelt,
sodass letztlich das, okay, was Sie hier tragen, dann rausgekommen ist als Ergebnis. Sprich, es ist von der Industrie gewollt, für die Industrie, genau, entwickelt. Genau, das freut die Industrie mit Sicherheit. Ja. Die Frage ist nur noch, was kostet das und wie lange dauert es, bis ich es wirklich effektiv in der Fertigung auch als Arbeiter einsetzen kann? Genau. Also es ist so, wir verkaufen den Chairless Chair immer im Rahmen einer Gesamtprojektimplementierung. Das heißt, wir analysieren die Arbeitsplätze zunächst mal, prüfen, wo der Chairless Chair geeignet ist, gehen dann in die Unternehmung rein, schulen die Mitarbeiter, schulen Superuser, die dann im Unternehmen sozusagen die Mitarbeiter trainieren, die Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie den Chairless Chair richtig anlegen, dass er optimal passt. Und so führen wir quasi den Chairless Chair ein. Das heißt, wir arbeiten mit Feedback-Fragebögen. Also wir haben eine ganze Konzeption letztlich oder ein ganzes Projekt, um die Einführung des Chairless Chairs zu unterstützen, weil es natürlich auch ein gewisses Investment für eine Unternehmung darstellt. Der Chairless-Share-Preis geht los bei 3.750 Euro, okay, reduziert sich natürlich, wie das in der Industrie so üblich ist, mit zunehmender Menge. Die Masse macht's. Genau. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, den Chairless-Share zu leasen, also auch für kleinere oder mittelständische Unternehmen, die sagen, sie wollen jetzt nicht auf einmal so viel Kapital investieren. Das macht durchaus Sinn. Dann vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Sehr gerne. Ich gebe den Chairless-Share wieder ab und wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Danke sehr.